Hessen profitiert von der guten Konjunktur und den niedrigen Zinsen. Das wirkt sich positiv auf den nächsten Landeshaushalt aus. Die Nachrichten mit Claudia Schick. Die schwarz-grüne Landesregierung will im nächsten Jahr weniger neue Schulden machen und gleichzeitig 3000 neue Stellen schaffen. So steht es im Entwurf für den Landeshaushalt 2017. Finanzminister Thomas Schäfer hat ihn heute im Landtag vorgestellt. Vorgesehen sind Ausgaben von 27 Milliarden Euro. 2016 sind es noch 25,9 Milliarden. Die Flüchtlingshilfe steigt auf 1,6 Milliarden Euro von 1,3 Milliarden 2016. Drei Viertel davon bezahlt der Bund. Die Neuverschuldung beträgt 350 Millionen Euro gegenüber 640 Millionen 2016. Hessen will zusätzliche Stellen schaffen, 1000 neue Stellen für Lehrer, 600 neue Stellen bei Polizei, Justiz und Steuerfahndung und 1000 zusätzliche Stellen in allen Ressorts als Ausgleich für die Arbeitszeitverkürzung von einer Wochenstunde für alle Beamten in Hessen. Nach Abschluss aller Diskussionen verabschiedet der Landtag den Haushalt im Dezember. Gestritten wurde heute im Landtag über die Zukunft des Düngemittelherstellers K+S. Mehr als 12.000 Mitarbeiter machen sich dort Sorgen um ihre Arbeitsplätze, weil K+S derzeit nur sehr begrenzt Salzabwasser versenken oder in der Werra entsorgen darf. Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, Arbeitsplätze und Umweltschutz dürften dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden. SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel rief in dem Zusammenhang zur Solidarität mit den Beschäftigten auf. Menschen, die sich zu einer Organspende bereit erklären, benötigen nach Auffassung des kurhessischen Bischofs Martin Hein mehr Aufklärung. Das sagte er heute auf einer Tagung in Kassel. Wann gilt ein Mensch als tot? So lautete die zentrale Frage. Grundsätzlich sei die evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck für die Organspende. Aber das Problem zeigt sich darin, dass inzwischen Forschungen vorhanden sind, die zeigen, dass selbst Menschen, bei denen der Hirntod festgestellt worden ist, noch weiterhin leben. Und die Frage im Blick auf die Organspende lautet dann, werden die Organe einem Toten oder einem lebenden Menschen entnommen? Und das ist eine Frage, die genauer Überlegung und letztendlich auch genauer Entscheidung bedarf. Bischof Hein fordert deshalb unter anderem eine Vollnarkose und eine differenziertere Einwilligung. In Deutschland haben gerade mal 35% der Menschen einen Organspenderausweis. Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger verklagt das Land Hessen. Noch einmal Nachrichten mit Claudia Schick. Der Grund für die Klage ist das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Zwanziger fühlt sich im Zuge der Affäre um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zu Unrecht dem Verdacht der Steuerhinterziehung ausgesetzt. Zwanziger fordert 25.000 Euro Schmerzensgeld. Zudem will er 25.000 Euro Schadensersatz für Gutachter und Anwaltskosten. Wegen Betrugs ist heute ein inzwischen pensionierter Schuldirektor zu einer Bewährungsstrafe von 11 Monaten verurteilt worden. Außerdem muss er 10.000 Euro an den Förderverein der geschädigten Schule zahlen. Als Rektor einer Haupt- und Realschule im Kreis Fulda hatte er für Schulbücher, Arbeitshefte und Sportgeräte Geld von den Eltern einsammeln lassen. 30.000 Euro hatte er dann für private Zwecke genutzt. Der Landkreis als Schulträger hatte die Arbeitsmittel aber schon bezahlt. Das Wappen des künftigen Limburger Bischofs Georg Betzing ist am Morgen über dem Bischofsstuhl im Limburger Dom angebracht worden. Im Wappen finden sich Kreuz, Drache und Schwert. Das Kreuz erinnert an das Bistum Trier, der Heimatdiözese des neuen Bischofs. Drache mit Schwert sollen an den Limburger Bistumspatron erinnern, den heiligen Georg, einen Drachentöter. Georg Betzing wird Sonntag zum Bischof von Limburg geweiht. Hundewelpen, die von ihrem Frauchen im Mülleimer entsorgt wurden, haben diese Woche für Gesprächsstoff gesorgt. Nun gibt es ein gutes Ende für die Schäferhündin und zwei ihrer Welpen. Das Veterinäramt im thüringischen Mühlhausen konnte die Tiere nach intensiver Suche aufspüren und in Sicherheit bringen. Gegen die Besitzerin ermittelt die Polizei. Sie hatte während einer Zugfahrt zwei neugeborene Welpen in einen ICE-Mülleimer geworfen und ein weiteres Jungtier beim Umsteigen in Kassel-Wilhelmshöhe weggeworfen. Die Frankfurt School of Finance
und Management hat ihren neuen Campus vorgestellt. Noch befindet sich der zukünftige Campus im Rohbau, soll aber zum Wintersemester 2017 seinen Betrieb aufnehmen. Dann werden hier bis zu 2500 Studierende Platz finden. Das sind rund 1000 mehr als in dem derzeitigen Quartier. Rund 100 Millionen Euro soll der neue Campus kosten. Finanzielle Unterstützung gab es dafür heute von der Interessensgemeinschaft Frankfurter Kreditinstitute mit einer Spende von 1 Million Euro. Die Kassel Huskies haben einen neuen Sponsor. Der Erdgasversorger Wingas fördert in den nächsten beiden Spielzeiten als Co-Sponsor das Eishockey-Team. Als Kasseler Unternehmen mit einem russischen Gesellschafter habe man sich bewusst für ein Sponsoring der Kassel Huskies entschieden.